Wir sitzen hier wieder im Nickelnein vom Vier-Jahreszeiten-Hotel in Hamburg. Und weil es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, trashige Trailer zu schauen. Alter! Machen wir das jetzt noch einmal. Wir haben eine, ich glaube, vielversprechende Auswahl. Ich sehe schon das erste Standbild und freue mich darauf. Weißt du, was wir gucken? Let's go! Life's like a movie. Lights, camera, action. Let's go! Ich habe gar keine Ahnung. Aber ich weiß, nur wer das Schlechte kennt, weiß auch das Gute zu schätzen. Das hast du so schön gesagt und das ist so deep. Und das sind hoffentlich auch die Filme, um die es jetzt geht. Mal gucken. Trailer ab. Glaube ich nicht. Palm Tree Universal. Das ist, wenn Universal keine Zeit hatte, machen die das. Macht Palm Tree das? Ja. Sieht gruselig aus. Alter, der Nebel war schon so billig. Alter, was ist das? Ist das ein Dracula-Film? Ja, das ist ein Homemade-Dracula-Film. Alter, was ist das? Das hätten wir drehen können. Guck dir das mal an, die Ausleuchtung. Das hätten wir drehen können. Das ist exakt unser Qualitätsanspruch. Er sieht aus wie Dante Hicks aus Clerks. Ich mag, dass er so viel Babypuder hat, um bleich auszusehen. Und hier haben sie das Bild einfach abgedunkelt. Das haben sie wahrscheinlich am Tag gedreht. Wieso sitzt ein Vampir in der Sonne in der Badewanne? Aber soll das gruselig oder witzig sein? Da haben sich Leute echt irgendwie am Wochenende getroffen und haben gesagt, komm, wir drehen jetzt diesen Film. His style is irrepressible. Er rennt die ganze Zeit in der Sonne rum. Drag, er ist ja auch on holiday. Es ist Dracula on holiday. Und jetzt frage ich dich mal, Daniel. Wer sagt denn überhaupt, dass Vampire kein Sonnenlicht abkönnen? Kennst du einen Vampir? Also auf den habe ich keinen Bock. Geben wir uns doch direkt mal den nächsten. Das sieht schon mal besser aus. Indie Rides Movies. Secret Nuclear Installation. Guck mal hier, das ist doch schon gleich viel mehr Qualität. Ja, das sieht aus wie hier eine verrückte Reise in einem, nee, durchgedrehte Reise in einem verrückten Flugzeug. Sind sie gesprungen, als die Nuklearbombe explodiert? Vor allem die Kamera hat gewackelt, um das Erdbeben zu simulieren. Das ist immer am besten. Anstatt, dass die Inneneinrichtung wackelt. Was ist das? Och, ist das süß. Ist das Baby-Godzilla? Nein, das ist Notzilla. Das sieht niedlich aus, wirklich. Alter, das ist eine Stoffpuppe. Du magst es doch, wenn es handgemacht ist. Du hast immer gesagt, es ist gut, wenn es handgemacht ist. Oh, er ist groß. Oh, er ist auch groß niedlich. Er spricht. Das ist gut, ich möchte den Film gucken. Aber ein bisschen wenig Godzilla. Ah, da. Es ist Notzilla. Notzilla. Alter, sieht das scheiße aus. Er schnüffelt an der Barbie? Naja, das war eine Barbie. Ja, Daniel, sie hatten vielleicht nicht so viel Budget. Dann machst du halt keinen Monsterfilm. Aber das ist schon wieder. Man sieht den Reißverschluss. Man sieht den Reiß. Guck mal hier. Biermax, ist das witzig? Er wird größer, wenn er Bier trinkt. Nein, komm, das ist witzig. Der sah süß aus. Das war ein bisschen wie Sesamstraße für Erwachsene. Würde ihm eine Chance geben mit dem Reißverschluss. Ich finde es langsam ziemlich lustig, was wir hier machen. Mir gefällt das. Oh, noch einer. Einen haben wir noch. In der Hoffnung. Ich habe den Titel schon gesehen. Ich möchte den gucken. Killer Kites. Okay. Er drückt ihn sich selbst ins Gesicht. Das ist gut. Auch da hat man sich am Wochenende getroffen und hat gesagt, hey, komm, das kriegen wir hin in 3-4 Sessions. Was hat er in Schule? Nee, er hat's verbogen. Killer Kites. Alter, oh je. Eieieiei. Der ist schon draußen. Ja, Killer Kites. Bisschen mehr Blut im Trailer und ich hätte es gekauft. Beziehungsweise ich wäre auf jeden Fall dabei. So muss ich sagen. Wer weiß. Ich habe mich früher nach der Schule, als mein bester Freund Julian so eine Handkamera geschenkt bekommen hat, haben wir uns oft getroffen und haben selber Filme gedreht. Und die hatten ungefähr die Qualität. Also ich möchte sagen, das kann man selber drehen, aber mit 12 Jahren. Wenn ihr wissen wollt, ob die das besser machen können als wir, ja, dann wählt gerne diesen Trailer aus oder wählt einen der anderen. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, welchen dieser Filme wir uns in voller Länge anschauen sollen. Ich sag mal so, da war das ein oder andere dabei, das Spaß machen könnte. Ja, oder halt das ein oder andere, weswegen wir euch abgrundtief hassen werden. Aber
Das ist ja das Spannende an diesem Format. Ihr seid in der Lage, darüber zu entscheiden. Genau, und wenn ihr schon mal hier seid, bitte lasst unbedingt ein Abo für diesen Kanal da. Das ist für uns alle hier bei Kino oder Couch im Moment noch ganz, ganz wichtig, dass die Abonnentenzahl weiter nach oben klettert. Wir freuen uns über jede und jede einzelne von euch, die das macht. Und dass die ganzen Trashfilme auch unsere Filme schicken. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.